Da sind wir wieder. LS13 sind wir, ne? LS15. Wir haben wieder einen neuen Spieler dabei. Ein altbekannter, der Gryos Guten und Tag. der Ares. Oh moin. Den kennen wir auch schon. Und wie gesagt, heute steht auf dem Plan Heu, Gras, Silage. Da habe ich schon mal im Alleingang gemacht. Und zwar, weil das ein bisschen länger dauert, das Feld über der 3. Das muss gewendet werden. Und das Feld links von der 24, das ebenso. Und ja. Nee, also. Und wie gesagt, gewendet, geschwartet und dann abgepresst. Und wie gesagt, steht alles da hinten. Den alten. Willst du den fahren oder wie sieht's aus? Ja Grüße. klar, logisch. Ja. Ich weiß, finde ich auch geil. Vor allem der Klang. Was nehme ich jetzt mit? Ein Starter? Den Wender. Ein Gemälde Ist habt das ihr? jetzt der hintere oder der vordere? Sag mal, Reiers, ich seh's gerade nicht. Na, Schwader oder? Nee, der Wender ist der Der hintere. Wender, genau. Wender ist der vordere, der Schwader ist der hintere. Okay, dann nehmen wir Wender. Der Werk braucht er nicht mehr oder was? Nee, Wender ist das. der kleinere Ding und so, der wo nur ein Strich so Ja. brückentaktisch, ne? Ja. Ja, das Mega kannst du wieder hinstellen, ne? Alles klar, mach ich. Und willst du da Schwaden oder willst du pressen? Nee, lieber Schwaden, das ist nicht so nervig. Anhalten, ne? Um Katzen nur. Ich überlege bloß, ob man da fix das. Ja, könnte man eigentlich auch das, da weiß ich, in Feld. Wir machen also im Feld machen wir Heu und ins Feld machen wir Silage, dass wir die 10% voll kriegen. Ach, willst du Ball mit Silage machen oder was? Ne, 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 dass man das dann mit die Hand auch im normalen Sammelwagen, dass wir die 10% voll kriegen, dass wir Silo zumachen können. Ares, du kannst schon losmachen. Wer es fällt jetzt? Über der 3, das große Grasfeld dort. Wenn du Also, die 9 drückst, dann bist du auf der Karte. so kann ich nicht fahren. Ja, na, no, total dreckig die Karre. Geht da gar nicht. Ja, Oder ganze drei, das, Nacht. also Feld 1 oder wie? Ach so, das linke da, Ja, ja. da steht keine Zahl, ne, no, genau. Sollte ich halt noch auf der Straße fahren. Was soll ich sagen? Das, ach ja, ganze Nacht durchgemäht und so weiter. Ist halt ein bisschen schlampig geworden. So, eigentlich kann ich dir ein bisschen Vorsprung lassen, da will ich aber gerade gar nicht, was ich da machen soll. Ich guck mal, haben wir noch was im Lager? Ja, sind noch relativ voll Gerste und Raps können wir wegschaffen. So, warte mal, das geht mir jetzt ziemlich auf den Sack. Falsch abgewogen. Ja, ich bin falsch abgewogen. So. Ja, Navi wäre auch noch gut, wa? Kann ich noch eine extra Runde beim Kreisverkehr drehen? So. Das ist schon viel besser. Was denn? Hast du denn gemacht? Ich habe mir so einen Tischunterlage zum Essen genommen als Mauspad. Na klar. Also das hat mich genervt. So, wo, welches Feld sagst du? Das ist über Feld 3, da das linke da zwischen dem Wald da, das. Ach ja, die Koppel da. Ja, genau. Aha. Na, oder du fährst, ne, Christopher Duma, links von Feld 24. Da machen wir dort Silage und oben Heu. Da fährst du erstmal dort die Silage bloß zusammen machen. Ja, hast du noch ein kleines Frontgewicht hier? Nur hängt, ist ja vorne auf der Palette. Was ist kleine Tonne, ist es halt. In eine Tonne. Und klein. Naja, hast du ja gesagt. Klein ist es zwar nicht, aber. Da schaffen wir hier noch die kleinen Reste hier weg. Oh, scheiße. Bitte. So, dann fahren wir den Mist hier auch mal weg. Ach, dahinter meist. Genau, ne, da habe ich an der Seite. Weiß nicht, ob du das auch zusammenkriegst. Auch in Wegen, da wirst du ja sehen, da habe ich so einen Weg hingemäht. Mal gucken, die Zufahrt, weißt Jetzt schon klappen. du. Raps kriegt man. Was ist denn mit dir los, ja, Licht musste ausmachen, es war ganz schön hell geworden. hä? Ah, ja gut. Ah, jetzt sind wir fertig, wa? Oh, mein Sky wollte ohne ausmachen. Meine Güte, naja. Was wolltest du ausmachen? Agravis, Skype. Warum musst du Skype ausmachen? Weil es, wenn wir hier schreiben, es nervt. Ach so, tut mir ein Stach. 722, das schaffen wir alles.
Ja, ne, gut, RLW. Ja, da schaffen wir alles so Agrares, machen wir das so. Mit Vorgewende oder ohne? Eins würde ich sagen, ne? Genau, Eine Runde. wir machen bei uns mal zwei. Ja. Ja, machst du halt zwei. Ist das egal, du bist Chef, ja. warte mal, ich mach kurz das Skype aus. Wollen wir mal gucken, wer es ist, vielleicht ein Mitspieler. Dann musst du ihm sicher noch die Datei schicken, da die eine, wo es nicht geht. Ja. Naja, ich glaube, der hat das alles. Also wie gesagt, kommt einer hinzu, oder kann der reden. Aber Ja, das macht. Stefan. Nee, nee, nee. Ein anderer. Aber das macht eigentlich auch nichts, muss ich jetzt auch mal kurz Bescheid. So, es sind ja keine großartigen Aufgaben, wo man heute reden soll, muss. Muss ich häckseln und so, weil das ist was anderes. Wir haben keinen weiteren Traktor mehr. Oh, was schreibt denn der? Weißt du? Schreibe ich den, also der fragt, ob ich mitspielen kann, sage ich natürlich ja, klar, und die Serverdaten und so weiter. Und da habe ich geschrieben, aber schreibt nicht mehr, weißt du, Skype nervt der. Und da schreibt der, was soll ich schreiben? Naja, okay. Was? Muss ich mal gucken, muss da mal gucken, wie du das hier wegkriegst. Das ist jetzt ein bisschen doof hier. Die Zufahrt, wa? Ja. Na, das ist scheiße mit dem Zaunspfahl Oh, das ging schon, das geht. Ach, das klappt schon. Meine Feldkirche ist riesig. Ja, das ist gut, ne? Vor allem mit dem kleinen, mit der kleinen Gurgel hinten dran. Das muss ich mir vorstellen, habe ich alles gemäht, bis ich mit den paar 10 km/h da waren. Ich fahre jetzt mal das eine Stück da. So, da gibt es ja mehrere Stücke irgendwie, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich mach jetzt mal das eine und dann. Ja, mach ruhig. Und wie gesagt, wenn du dann mal hinterfährst, also zum Feld 1 hin, ist hinter im Wald auch noch Zeug. Ja, eben, ich weiß schon. Okay. Das meine ich ja. Ja. So, und da haben wir wenigstens noch ein kleines bisschen mehr Geld und du hast jetzt den Vorsprung gehabt. Oh gut. Oh, ich verpasse immer die Ausfahrt. Wie viel Geld haben wir jetzt? 25.000. Dann hatten wir noch 6.000 oder sowas. Naja, wie gesagt, habe ich gerade noch die Reste weggefahren. Die hier im Lager noch waren. Ja. So. Pfeif mal fix die Hänger, dann wird's im Hof. Naja. So, und dann können wir den Ladewagen anbauen. Und holen das Futter rein, dass die Kühe auch endlich mal eine Milchration haben. Wohl bekommst. Jetzt hat sie geklappt. Ah, wenn du auf mein Feld kommst, ja? So. Stellen wir die Karriere her, ja? Ah, du hast ja auch wirklich ganz schön knapp gehauen mit dem Gras, du alter Verwalter. Was? An den Bäume? Ja. Wollte diese kleinen, diese drei Teile, die immer da drin stehen, oder? Allgemein so. Du bist nah am Feld, du bist nah an den Bäumen. Ja. Na, ja, wollte gucken wegen Pilze. Oh, Kacke, ey. Das ist der blöde Ladewagen da voll mit Stroh, ey. Ich krieg die Krise. Kann man das in irgendeinem zum Misthaufen fahren, Kacke. oder? Hey, hast du auf dem Hof, hast du doch hier, oder hast du eine Schwaben oder irgendwo? Oder schaffst du zum, warte mal, was hast du denn überhaupt da? Na, irgendwo ist gestorben, aber ich weiß halt bei der BGA. Ich weiß es nicht. Heizkraftwerk oder was? Das ist Hackschnitzel? Ja, da unten könnte auch sowas sein, ne? Ich glaube. Biomasse kannst du es hinschaffen. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Na, das ist ja beim. Biomasse muss man kaufen oder nicht, oder? Na, ich fahr mal zum Heizkraftwerk da. Am Heizkraftwerk und Stroh. Ja, ich guck mal.
Eigentlich ja. Probieren. Schauen wir mal. Ja, ich weiß dann ja auch, wenn wir jetzt Gras reinmachen und dass sich das dann so mischt, dass es dann Gras eben ist. So wie es früher mal im LS13 oder weiß ich was war. Eine totale Mischration müsst ihr jetzt zusammenstellen. Ja, ja, nee, ich meinte, dass jetzt dann wie aus dem Gras, aus dem Stroh dann Gras wird aus dem, im Ladewagen. So, wo du konntest da immer unter 10% aus dem Wässern ummachen. Ich bin mal ganz gespannt, wie du das dann reinholen wirst, wenn wir da waren. Cool, das geht schon mal, ne? Wo ist hier der Strohabnehmer? Ja, wie hieß denn das? Hieß das direkt? Was haben wir hier? Hier haben wir... Ah, ich sehe nicht. So, links war Güterbahnhof. So, und hier hinten müsste irgendwie... Was ist das denn? Meine Abnahme? Oh Gott, ist es... Ja, das ist der Güterbahnhof. Hackschnitzellager. Ich habe echt keinen Plan, wie das sein könnte. Was, wenn wir den Stroh im Misthaufen reingucken, ging das? Keine Ahnung. Gefällt. Beim was? Hier bei dem Grasfeld, da liegen schon Bäume, hast du schon welche gefällt für dich oder was da oben? Bäume hab ich eigentlich keine gesagt. So liegen hier dann Bäume am Boden. Jürgen oder was ist So, fahre ich mal zur BGA und gucke, ob ich das da in den Misthaufen reinkippen kann und hoffe mal, dass es geht, aber... Wenn der Hänger zurücksetzt, dann ist er immer noch drinnen, ne? Ah, Mensch, wenn... Scheiß strohlos werden. Ja, jetzt bin ich ja gespannt. Geht nicht. Theoretisch wollte ich noch auf ein Eishockey-Match, aber ich war heute so fertig. Stroh wird hier nicht angenommen. Reifeisen, Agravis, Hammer. Biomassekraftwerk ist. Da musst du es eigentlich rein. In der Stadt. Maschinenunterstand, kleiner Unterstand, Waldpacht, Hackschnitzel. Naja, da fahren wir halt nochmal die Stadt. Mal eine Stadtrundfahrt heute. Wirklich? Klar. Ist eigentlich so. Bei euch in Deutschland auch sowas wie ein Funken. Also, wo halt so symbolisch dazu steht, dass der Winter vertrieben wird, sowas. Nicht das Höchste, oder? Uns ist halt immer, man macht so einen richtigen, riesigen Scheiterhaufen, wo man, keine Ahnung... Naja, bei uns ist bloß... Na, Sonnenwendenfeuern. Halt so wie ein dreistöckiges Haus so hoch und dann setzt man ganz oben symbolisch eine Hexe und die meistens mit Sprengzeugs gefüllt ist und das macht dann, wenn dann alles brennt, macht dann richtig. Ja. Dinge. Nö, ich glaube nö. Und das ist schon cooler Brauch. Und gestern war halt eben so das Ding, so ein, wie gesagt, so ein öffentlicher Funken, aber auf einem privaten Grundstück. Und alles war gratis. Essen, Trinken und sonst schon halt. Ja. Sind nur Jugendliche hingekommen. Du weißt schon, nur Alkohol und alles. Ach du. Aber habt ihr ganz schon was weggemacht, ihr schon am Mais? Mit dem kleinen Ding? Sehe ich gerade hier. Ja, in Köln habe ich auch mal ganz schön gesoffen. So viel Alter, nee. Alter. Das war mal anders, am Donnerstag war das gewesen. Haben wir uns abends schön eine Binde vollgekippt, dann haben wir eine Flasche Havanna, dann einen halben Kasten Bier. So,
ging eigentlich. Macht er nicht anders, nur auf dem Lehrgang. Ach, es ging noch. Wir waren eigentlich. Und dann kam er an. Ey, guck mal, ich hab noch leckeren Rotwein. Haben wir mal getrunken. Das war dann so eine eklige Mischung gewesen. Das ging gar nicht mehr. Am nächsten Tag war so übel. Oh, drei Sachen durcheinander gesoffen. So, ich gucke jetzt mal beim Biomasse-Kraftwerk. Biomasse. Dass hier keinen Strohverkauf haben, das ist aber blöd. Ach, das ist, ist nun mal so. Oder ist es das? Warte mal, guck mal her. Was haben wir hier? Neues Bioheizkraftwerk. Warum ein neues, wenn hier hinten ein altes steht? So, wenn das nicht geht, da bin ich ohne. Ah, ich werde mir das geht nicht. Ja, Stroh wird hier nicht angenommen. Oh. Ja, bei dem Strohverkauf, da kannst du ja bloß Ballen verkaufen, oder? Ja, eigentlich kannst du reinkippen. Stroh ist Stroh. Aber Rufer, Dami, soll denn das sein, ey? Ich kann den nirgendwo lesen, das ist... Gibt's wahrscheinlich, ich hab die gerade eingebaut, ja? Ich bin dann bald mal mit dem Feld fertig, also mit dem kleinen Stück vom Feld. Ja. Das ist ja richtig riesig. Das andere Zeugs noch. Ah, dann hätte ich gesagt, tu mal das Pressen, oder ganz einfach bloß Heuballen pressen und die dann einwickeln, ne? Ja, machst du Silo raus, Siloballen. Müssen. Naja, du kannst ja das Gras nicht pressen, weißt du? Dann müssen wir das jetzt nochmal aufwenden und dann nochmal schwarten. Also ja, oh blöd. Das Problem ist, man kann es schon, da gibt es ja einen Mod dafür. Hm. Ja, was machen wir? Ich tue jetzt eigentlich Zeit vorspulen. Wachst du mal aus. Und dann packen wir das immer wieder in den Stall rein. Sollen die Kühe damit fortfahren. Ganzen Diesel verbraten hier. So. Pflanzenwachstum aus, Pflanzensterben aus. Und... Gönn die Schotze mit der Lenkung. Von dem Deutz, wa? Nein. Hm. Muss ja schon wieder zurechtkommen. Problem ist aber bloß, wenn du schnell rüberlenken willst, dann brauch ich rein. Hm. Naja. Bei dem ist es ganz extrem. Hab ich so das Gefühl. Oh Mann, ey. Die blöde Futternummer. Warum ist bloß in den Ladewagen reingetan? Vor allem Mad Max Fast Forward, das wäre auch noch schön, aber naja. Ey, sobald ich schon wieder kötzen könnte? Ich war die Woche in der Werkstatt gewesen. Die vorletzte. Und da waren wir ja an meinem Trecker gewesen, haben wir geguckt. Und dann haben sie gesagt, oh, was ist hier los? Aber, na, aus dem Behälter für die Brandflüssigkeit, unten. Da darf es unten raustroppen. Also, oh, naja, gut, macht nichts, machen wir einen Becher, einen Ausgleichbehälter ran, dann geht das wieder. Da habe ich gesagt, es kommt eine. Also ich hab mir schon so gedacht, das kann ja wenn von da kommen, weil da wäre schon längst alle gewesen. Ja. Ja, hat eine kleine Weile gehalten, aber auch schon wieder runter. Hab ich dann mal geguckt. Und hinterm Motor, ist er dann der Bremsschlauch langgelaufen. Da hast du schon gesehen, wie er pro ist geworden. Da habe ich schon gedacht, daran wird es wohl liegen. Ja. Hat dann auch nochmal geguckt und gesagt, der hat daran nichts. Naja. Schöne Phase. Du musst ja komplett den Motor aber alles abbauen, um erstmal dahinter zu kommen. Ja, dass du rankommst, ne? Oh, oh. Kriegst einen Krampf, du. So, dann tun wir halt ein bisschen grob unterweile. Du könntest dann eigentlich schon mit dem Highlighterwagen anrücken. Naja, wenn es denn ginge. Na, verkaufst du und kaufst du mal schnell neu. Ja, wenn wir so viel Geld hätten. Bei Direktverkauf? Kostet ja nicht so viel. Naja, aber man kriegt ja nicht viel, das ist ja der Mist. Ja, aber mehr als wenn du es normal verkaufst, kriegst du die Hälfte. Ups. So, pass auf, wir haben... Wir kriegen 3000 für das Ding. Aber Kosten... Tut doch 6000. Also würde es so oder so nicht reisen. Okay. Reichen. Perfekt. Ich glaube mal, Heizungsbauer kommt halt nicht mehr.
Was hast du denn wieder für ein Problem? Du kannst, wenn später wieder Tag ist, die Zeit ein bisschen langsamer stellen. Na nee, ich werde ja kurz durchlaufen lassen, dass wir die Kühe da das Stroh reinmachen können. So. Und da steht, die nächsten 6 Tage brauchen sie keinen Stroh reinmachen. So. Ah ja. Fertig. Und der ganze Teil zum Heufahren. Und da kann ich dann pressen. Mach das. In die Gruppe. Und kommt der noch? Ja, keine Ahnung, der fällt wahrscheinlich in Mod, aber kann ja hier runterladen. Wer weiß. Ist das eigentlich die ganze Map da, wenn man da jetzt 9 drückt, alles um so ein Gras? Ne, da ist dann auch mal so eine Wand, da kann man nicht mehr durchschauen. Soll ich jetzt hier noch weitermachen, oder? Bist du schon fertig? Also ich habe jetzt das eine, das kleinere Stück. Genau so. Na, eigentlich bräuchte man alles. Grafikpack. Und die ganze Zeit ist voll da hinten raus. Naja, ist ja dann ziemlich am Rand, das fällt schon, das ist dann halt so, das sind dann diese Abgrenzung dann. Andere hier, ich sehe nichts. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Mhm. Oh, heute war ein geiler Tag gewesen. Warum? Oh, ist schön Sonne raus. Naja, na klar, war bei uns auch, ne? Kann hier voll durch die Abgrenzung durchfahren. Ja, ja. Ah, ist aber dann kein Gras mehr dahinter, also ist schon zwar Grastextur, aber wächst halt nicht. Ja, aber vielleicht kann man da noch anpflanzen. Ja, aber... Bisschen außen. So. Muss auch erstmal alles geackert werden. Müsst ihr nicht mal ackern. Nee? Ach, du Flug... Na, wenn du fluglose Verfahren, da tust du nicht ackern. Na, gerade Gras haben, kannst du eigentlich bloß mit diesen Düngersteuer rein tun. Ja. Fährst du über die Wiese. Müssen wir auch bald wieder machen bei uns so, auf die Wiesen. Hm. So, na gut, dann tun wir fix in der Runde fahren hier und dann tue ich die Presse anhängen und dann tun wir pressen kommen. Kommst du denn hier rein? Na, du musst. Ja genau, immer geradeaus weiter. Gut, da ist schon mal eine Runde kleiner das Feld geworden. Aber wird dann bestimmt schön, wenn du eine große Lampkin hast dann. So, den Koffer können wir gleich stehen lassen, da können dann entweder irgendjemand oder der Helfer oder ich wäre. Scheiße. Ich das hatte gar nicht mitgenommen. Gar nicht angeschaltet, ne? Also eh nicht so schlimm. Wenn sie da liegen bleibt, kannst du mit der Presse sowieso nicht aufnehmen. Ne, jetzt sind wir gar nicht direkt das durchgehauen, der Sprawler. Nein, nee, kannst du nicht. Hm, nein. Boah, Willi, ey, wie hast du hier Gras gehauen? Es war dunkel. Ja, ja, ja.
Jetzt ja, aber wir genau gleich. Kreuz und quer. Den Wald irgendwie durch. Ja, ich dachte mir so, da hinten steht ja ganz schön viel Gras. Ganz ja, ganz schön viel Gras. Hier stehen noch ganz schön viele Bäume. Die passen nicht durch den Schwarzwald. Ja, schon, da habe ich nicht dran gedacht. Gut, dass wir nicht die ganz großen Schwarzwald haben, wa? Ja, den 36 von. Ohne. Ja. Der Führkreisel von Böttinger halt auch schon zu. Ja, hier mache ich eine Feldabtrennung. Ich muss echt manchmal ein bisschen so durchzirkeln, das Zeug. Hm. Ist ja Real Night drinnen, oder? Nö. Ist dunkel, oder? Mhm. Ich kann jetzt wirklich nicht gerade alles schwadern, weil manchmal komme ich nicht ganz durch, durch die Bäume durch.